Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Omsi. Wir fahren auf der Map Alheim und rüsten mal schnell den Bus auf mit den ganzen Kabeleien. Wieder natürlich mit dem Icarus 82. Ich hatte einfach richtig Lust mal wieder auf den Bus, weil ich finde den einfach nur klasse. Vollgas, Orgel. Ich habe natürlich wieder vorheizen lassen, also halt, ne, ihr wisst ja, was ich meine. Mal ihr wisst an, danke. Handbremse raus, jo. Wie jetzt, unsichtbare Wand. Fußgänger, ja dann. Lauf halt mal schön in meinen Fuß rein, dann ploppt er nämlich weg. Danke. Alterlich, hier ist man echt am Kurbeln. Ja, wir sind scheinbar doch in Spandau West, wie man sieht. Oh. Hä? Was ist da los? So, Tür auf. Wann müssen wir denn hier abfahren? Bernstein um 10:15 Uhr und wir haben es so ziemlich 10:15 Uhr, das passt. Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Da links rum, was? Hier links rum? Und dann da wieder drauf, gell? Okay, auf geht's. Thema habe ich heute natürlich auch wieder. Geht ja gar nicht anders. Irgendwie so viel Platz hat man hier nicht mit dem Bus. Aber naja, gut, ich meine, ihr kennt mich und ihr wisst ja deswegen auch, dass ich eine Herausforderung suche und deswegen. Sonst würde ich ja auch nicht Icarus 82 fahren. Weil, wenn ein Bus sucht, der sich einfach fährt, keine Ahnung, der soll die Berliner Busse fahren. So, möchte jetzt hier irgendwer aussteigen? Looks like, ne? Oder auch nicht, okay. Alles zu. So, dann fahren wir hier mal schön rüber. Und zwar, ich habe mir heute auch ein bisschen ein Thema ausgesucht, was, wie ich finde, ganz gut zu dem Bus passt. Zwar habe ich mir überlegt, ist es ökologischer, sich jetzt ein neues Auto zu kaufen, was weniger verbraucht? Oder sollte man lieber sein altes Auto weiterfahren? Ja, ich bin ja grundsätzlich Freund von alten Autos, ne? Deswegen, fällt meine Wahl natürlich, würde meine Wahl aufs alte Auto fallen, aber ich versuche natürlich auch beide Seiten zu beleuchten. Wann muss ich hier im Gretchen Abfahrt? 17 Uhrzeit sagt, ja, fahr mal ab. Und zwar, ja, Vorteil, neues Auto verbraucht weniger, stößt damit weniger CO2 in die Atmosphäre. Gott. Muss mal ranzoomen hier. 32 links, okay.
Und hat natürlich auch weniger Stickoxide und andere schädliche Klimagase. Eben dadurch, dass es halt bessere Abgasreinigung hat und so weiter. Das ist also schon mal ein Vorteil für die neuen Autos. Nachteil der neuen Autos sind natürlich die Abgase, die bei der Produktion entstehen. Und das sind nun mal nicht wirklich wenige. Wenn man sich mal überlegt, wir sind ja heute in einer globalisierten Welt. Demzufolge wird natürlich auch überall alles produziert. Ja. Wo sind wir jetzt? Grünthalstraße 18, 19. Scheiße, Mann, wir sind schon zu spät, glaube ich. Ach, egal. Wir haben hier einen ziemlich historischen Bus, da dürfen wir auch mal 2 Minuten zu spät sein, oder? Erst recht, weil die Straßen hier nicht von Breite zeugen. Meine Fresse. Da ist man auch froh um jeden Meter, den man noch Platz hat, sage ich euch hier, hey. Oh, da wollten jetzt welche aussteigen. Naja, wenn die das gleich vorne machen. Ja, ich entschuldige mich auch gleich schon mal hier für die Texturfehler. Woher die kommen, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, neue Autos sind natürlich extrem, weil ihr müsst euch überlegen, alles kommt von woanders her. Und ich meine, wenn ihr euch überlegt, dass dann da mit diesen Schwerölschiffen dann die Plastikteile durch die Gegend geschifft werden und gefühlt jedes Plastikteil von irgendwo anders herkommt, das ist natürlich dann ökologisch nicht so der Wahnsinn. Und ich meine, ich habe das jetzt auch alles nicht nachgerechnet, ja, das. Darum geht es mir auch gar nicht, jetzt hier irgendwie euch zu sagen, das ist die perfekte Lösung. Es geht mir nur darum, euch einfach mal auch darauf hinzuweisen. Dass nicht alles, was jetzt gesagt ist, neu kaufen, ja, dass das dann immer gleich ökologischer ist. Sondern dass das halt auch dann echte Nachteile haben kann für die Umwelt. Wenn man sich halt immer die neuesten Sachen kauft. Weil nämlich eben die neuesten Sachen halt eben auch erstmal produziert werden müssen, gell? Will keiner aussteigen? Ja, also wie gesagt, das ist nämlich auch nicht immer so einfach, dann den perfekten Weg da halt zu finden, eben weil die Sachen ja natürlich alle noch produziert werden müssen. Ich meine, natürlich, man kann jetzt sagen, wenn ich mir neue Sachen kaufe, dann schütze ich natürlich Arbeitsplätze. In der Produktion. Das ist richtig. Allerdings, alte Sachen müssen repariert werden. Und dann schützt man ja quasi Arbeitsplätze in den Reparaturstellen. Wenn man eben alte Sachen weiter benutzt und reparieren lässt. Also grundsätzlich ganz wichtig ist mir nämlich, dass ihr eben gegen diese Argumentation, etwas ist neu, das heißt, es ist umweltfreundlich, dass ihr halt wisst, dass die jetzt nicht so unbedingt zwingend richtig ist. Das alles, was neu ist, im Fuchsbau. 10.23 Uhr. Oh, das passt ganz gut. Dass alles, was neu ist, dann gleich zwingend umweltfreundlicher ist.
Das ist nämlich auch nur so eine Halbwahrheit. Weil das ist natürlich in der Benutzung dann umweltfreundlicher, aber die Herstellung ist natürlich schon mal extrem problematisch. Was Umwelt angeht. Aber wie gesagt, ich möchte hier auch gar kein Patentrezept liefern, weil das gibt es meines Erachtens einfach nicht. Sondern ich möchte halt einfach nur bezwecken, dass ihr jetzt nicht irgendwie auf die ganzen Argumentationsstrategien immer hineinfallt, ja. Und nur weil ich jetzt irgendwie Verfechter von alten Sachen bin, heißt es ja auch nicht gleich, dass jetzt neue Sachen schlecht sind deswegen, ja. Und ich denke einfach, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber wichtig ist halt eben, dass man es für sich selber entscheidet. Und eben genau diese Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen und die will ich euch auch gar nicht abnehmen. Ich möchte euch nur für diese Entscheidung sensibilisieren. Ah. Dass ihr eben dann doch ganz genau wisst. Dass eben nicht alles, was neu ist, auch glänzt. Weil es Neues gleich besser ist, ja. Ich meine, natürlich, man kann jetzt nicht bei allen Sachen alte Sachen verwenden, das geht nicht, ja. Gebrauchtes Klopapier ist schwierig, aber halt nur, um euch irgendwie mal ein Gefühl dafür zu geben, dass es halt nicht immer alles nur neu sein muss, sondern dass es auch mal alt sein darf. So, jetzt machen wir die schon alle auf, dann können die rausspazieren, dann ist sie wieder zu. Ja, also im Linienverkehr, wie ihr seht, macht er sich gut, der Icarus. Das Geschalte ist, wie ich finde, eine richtig tolle Herausforderung. Abwürgen tut man ihn auch nicht so schnell. Allerdings ist er relativ unwendig. Danke fürs Durchlassen. So, weiter geht's. Ja, ich kam nämlich auf das Thema, weil ich habe halt den Icarus hier gesehen und dachte ich mir, ja, ist ja eigentlich schon auch echt ein älteres Modell. Und da stellt sich natürlich dann halt auch die Frage, ist es wirklich sinnvoll, den weiterhin einzusetzen im Linienverkehr? Allerdings, dass die heute nicht mehr fahren, ist nachvollziehbar, weil die werden halt im Linienverkehr echt strapaziert. Und erst recht, Schaltwagen sind ja heute im Linienverkehr auch irgendwie ein bisschen outdated. Kann ich natürlich bei dem Stop and Go, der herrscht, nachvollziehen. Alle raus. Wie jetzt, warum ist denn jetzt der Bus leer plötzlich? Keine Ahnung. Fahren wir halt einfach weiter. Ja, also wie gesagt, das wollte ich halt unbedingt einfach mal gesagt haben und dass die halt nicht mehr eingesetzt werden, ist natürlich für mich auch klar, weil ja, das ist einfach mit einem Schaltwagen im Linienverkehr, ja, das ist nicht ohne. Und es ist auch halt echt schwierig, den dann richtig einzusetzen, so, weil ja, ihr merkt es selber, ich schalte schon ziemlich scheiße. Aber ich mag das rumgeschalten. Das ist für mich so, das sehe ich so als Herausforderung, erst recht bei einem Bus wie dem hier, der extrem lange braucht, bis er anspringt. Oh, wir sind ja schon da.
Oh, wir haben einen Unfall gebaut. Wir sind schon da. Oh, wer hat denn den Bus da geparkt? Also wir waren überall okay pünktlich. Wer hat denn den Bus da so scheiße geparkt? Ist auf jeden Fall ein interessanter Bug, würde ich mal sagen. Ja, jetzt haben wir ein paar Omsi. Warum nicht? Ich denke, wir sehen uns gleich wieder auf einer anderen Linie. Bis dahin, ciao ciao und bis bald.